Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Im Jahr 1945 diente mein Ururgroßvater in der Armee. Und er fragte sich, wann er wieder nach Hause kommen würde. Zu seiner Frau und seinem Sohn, den er noch nie gesehen hatte. Sein Wunsch ging in Erfüllung, als die USA mit den Atombombenabwürfen auf Hiroshima und Nagasaki den Zweiten Weltkrieg beendeten. Die Welt wartete danach gebannt auf den Weltuntergang. Aber stattdessen geschah etwas Wundervolles. Wir begannen die Atomenergie nicht mehr für Waffen, sondern als unbegrenzte Energiequelle zu nutzen. Die Leute genossen Luxus, der zuvor nur in Science-Fiction-Romanen möglich war. Roboter im Haushalt, fusionsgetriebene Autos, tragbare Computer. Aber im 21. Jahrhundert war der amerikanische Traum ausgeträumt. Und es gab ein böses Erwachen. Die jahrelange Verschwendung hatte zu einer extremen Rohstoffknappheit geführt. Alles ging den Bach runter. Und der Frieden war nur noch eine blasse Erinnerung. Wir schreiben nun das Jahr 2077. Und die Welt steht am Abgrund des totalen Krieges. Ich habe Angst. Angst um mich. Meine Frau. Und meinen kleinen Sohn. Denn wenn ich eins in der Armee gelernt habe, dann das. Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Krieg bleibt immer gleich. Du wirst es ihnen heute in der Veteranenhalle zeigen, Schatz. Meinst du? Klar. Und jetzt lass mich auch mal in den Spiegel sehen. Okay. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Es ist Fallout 4. So, wir wollen den Charakter erstellen, werde ich das ein oder andere noch kurz erklären. Denn so neu ist dieses Projekt nicht. Ich hatte es schon einmal begonnen, leider nach 20 Folgen nicht weitermachen können. Diesmal werden wir es natürlich abschließen, egal wie viele Folgen es werden. Und ja, mit dabei sind alle DLCs. Dementsprechend haben wir hier verdammt viel zu tun. So, eigentlich brauchen wir gar nicht so viel anpassen. Na, vielleicht ein paar Narben? Du hast so ausgeprägte Wangenknochen. Oder so ein bisschen Pigmentierung vielleicht. Makel, haben wir Makel? Sind wir vom Krieg gezeichnet? Wir waren in der Armee, aber sind wir vom Krieg gezeichnet oder nicht? Ich hätte ja gerne eher noch eine etwas andere... Eine andere Frisur vielleicht noch. Nee, das passt nicht so ganz. Das auch nicht. Wir sind eher so der Schrankveteran. Ultimate Power. Wir haben halt Arme wie Schwarzenegger. Das muss so sein. So, wie kann ich denn meine Frisur verändern? Jetzt bin ich dran, Großer. Oder sollten wir die Dame nehmen? Ach nein, nein. Lass mich mal kurz daran. Gib mir mal aus dem Weg. Ich muss da nochmal kurz hin. So, nehmen wir vielleicht noch... ich bin noch gar nicht fertig, abbrechen.
Aktuelle Erinnerung verwerfen? Ja, verwerfen. Gibt's noch ein anderes Face für uns, was vielleicht in Frage kommen könnte? Gibt ja noch einige zur Auswahl. Ja, da allerdings auch versuchen, mich ranzuhalten. Nee, das passt eigentlich schon ganz gut. Ach so, müssen wir so extra auswählen. Okay. Alles klar. Bootcamp, Halbglatze, Midlife Crisis. Nee. Hombre! Selbstgemacht. Für selbstgemacht, ganz okay. Widerling ist jetzt vielleicht nicht ganz so der Burner. Wohnwagen-Hit ist mir zu wohnwagenlastig. Mathelehrer, nee, sind wir nicht. Und eine ehrenhafte Entlassung. Sieht ja aus, als wäre uns schwarze Kresse auf dem Kopf gewachsen. Imposanter Intellekt. Nein, Hitzkopf, Bahnbrecher, Special Forces. Waren wir Special Forces? Nein. Professor waren wir auch nicht. Zottel? Zottel ist gar nicht mal so verkehrt. Schmalzlocke nicht unbedingt. Alpha-Männchen. Alpha-Männchen gefiel mir bis jetzt eigentlich ganz gut. Garagenband. Ich werde versuchen, mich zu beeilen. Gamla. Haarknoten. Komm, wir nehmen Alpha-Männchen. Die Frisur steht mir wirklich gut. Die Frage ist, müssen wir ihn überhaupt noch großartig anpassen? Hier stand gerade noch was von Bart. Wo können wir das... Nee. Stand das nicht gerade? Bart? Nee. Obwohl, eigentlich gefällt er mir so schon. Wer braucht man? Doch, Bart. Da. Mann von Welt. Abtrünniger. Mephisto. Naja, muss nicht sein. Gibt's nicht den normalen 3-Tage-Bart hier? Einsamer Wanderer. Ja. Ja, doch, doch, doch. Nehmen wir. Das gefällt mir. Hübsch. Allerdings passt die Frisur nicht dazu. Die basteln wir nochmal schnell um. Wir nehmen eine Standard-Kurzhaarfrisur. Vielleicht nicht ganz so lockig. Ja, nehmen wir das. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Können wir ihm vielleicht noch eine Brille geben? Geht das irgendwie? Nee, können wir anscheinend nicht. Nee, können wir nicht. Ich würde sagen, wir lassen ihn so. Wir wollen doch nicht 50 Stunden hier drin verbringen. So, jetzt heißt es vor allen Dingen, sich mal wieder an ein Gamepad zu gewöhnen. Sollen wir uns hier noch im Haus kurz ein wenig umschauen? Aber das Gedudel aus hier. Gibt es hier vor allen Dingen noch etwas? Babymobile mit Raketen. Sehr vertrauenserweckend, wenn Raketen über ein Kleinkind herumfliegen. Sean. Spielen mit Sean. Ja, haben wir mit Sean kurz geplayt. Play with Sean. Aktivieren. Entweder er wird ein Schreibgenie oder super darin, Klötze aneinander zu hauen. Und ich merke gerade, ich habe etwas verkackt. Der Schnitter hat es natürlich wieder vermasselt. Ich habe vergessen, die Untertitel einzuschalten. Werden in der nächsten Folge aktiv sein. Sir, Ihr Kaffee. 78,6 Grad Celsius. Perfekt gebrüht. Und die neue Zeitung. Gerade reingekommen. 78 Grad nur? Verdammt, den will ich nicht, Mann. Der ist mir zu kalt. Grognack, der Barbar im Dschungel der Fledermausbabys. Meine Lieblingsausgabe. So, schlürfen wir den Kaffee, reden mit Cotsworth. Hey, Robokugel, hört mal an. Hallo? Cotsworth. Genießen Sie Ihren Kaffee, Sir. Genau, wir genießen unseren Kaffee, machen noch den Kühlschrank auf. Du machst den Büschel wieder zu, gleich. Klingt nach einem Stinker. Ich sehe
Genau, erstmal ein Rauchen hier. Erstmal hier entspannt eines. Das kommt wirklich super mit Sean zurecht. Wow. Wie konnte jemand wie ich so ein Glück haben? Ja, das weiß ich auch nicht. Wie man so ein Glück haben konnte. Okay, mit wem müssen wir reden? Mit wem sollen wir reden? Mr. Handy! Was haben wir hier noch? Abraxo aktivieren. Abraxo, wenn's richtig sauber werden soll. Abraxo, wenn's sauber werden soll. Kotzi! Hey, was geht? Kotzbuff. Ach, Hausarbeit und noch mehr Hausarbeit bei 1 und 1. Okay, es hat gerade geklingelt. Ja, ich gehe schon. Mach dir keine Mühe. Guten Morgen. Ich komme von Vortec. Wieso sind hier Untertitel bei den anderen nicht? Na, wie gesagt, ich werde sie auf jeden Fall noch aktivieren. Vortec? Vortec, was war das noch? Wir kümmern uns um Sie, Sir, und helfen Ihnen, Ihre Zukunft zu sichern. Also, es ist so. Vortec ist der führende Hersteller moderner unterirdischer Atomschutzbunker. Kurz Vaults genannt. Luxuriöse Unterkünfte, in denen Sie im Falle eines Atomschlags unbeschadet überleben können. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie erfreut ich bin, Sie endlich anzutreffen. Ich versuche es schon seit Tagen. Und glauben Sie mir, diese Angelegenheit ist von äußerster Wichtigkeit. Äußerst wichtig. Naja, wir sind hier, ne? Ja, das sind Sie. Ja, das sind Sie. Ich kann mir vorstellen, dass Sie viel zu tun haben. Also werde ich mich kurz fassen. Zeit ist ja heutzutage äußerst wertvoll. Ich bin heute hier, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie aufgrund der Verdienste Ihrer Familie für unser Land ausgewählt wurden, einen Zugang zum örtlichen Vault zu erhalten. Vault 111. Klingt ja gar nicht mal so schlecht, ne? Klingt gut. Oh, das ist es, glauben Sie mir. Nun, Sie haben bereits Zugangserlaubnis für den Fall einer unerwarteten, totalen nuklearen Vernichtung. Ich muss nur noch ein paar Informationen überprüfen, mehr nicht. Ein paar Informationen überprüfen. Ja gut, okay, warum nicht? Legen wir los. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Nun, also dann. Okay. Name und Attribute festlegen. Gut, legen wir unseren Namen mal schnell fest. Wir nehmen natürlich den übrigen. Zack, zack und Eingabe. Das passt. So. 21 Punkte haben wir zur Verfügung. Ich glaube, es müsste mit 4 hinkommen, dass alles Mittel ist, ne? So wäre alles nur auf 4. Okay, das ist vielleicht nicht ganz so gut. Gehen wir erstmal kurz durch. Wie man tragen kann, wie viel Schaden man durch Nahkämpfe verursacht. Ja gut, das kann man ja so oder so noch upgraden später. Reaktionszeit und Geschick. Aktionspunkte zur Verfügung und wie gut man schleichen kann. Schleichen ist mir am Anfang nicht so wichtig. Waffenpräzision im Reds wäre sicherlich nicht verkehrt. Dass wir nicht alles auf 5 anheben können, ist ein bisschen schade. Qualität gefundener Gegenstände wäre höher. Jetzt sollten wir dann doch eher das Glück ein bisschen erhöhen. Die Ausdauer ein bisschen runter. Wir sind ja nicht mehr ganz so in Übung. Und dafür vielleicht Stärke oder Wahrnehmung anheben. Denke, so wäre das nicht verkehrt. Wunderbar, das war alles. Ich bringe das jetzt nur noch zum Vault.
Herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt vorbereitet auf die Zukunft. Danke nochmal. Hey, dann können wir ruhig schlafen. Das ist ein bisschen Papierkram wert. Für dich und Sean ist kein Preis zu hoch. Gute Antwort. Ich habe meine Momente. Sir, Sean ist gewickelt, aber er will sich nicht beruhigen. Ich glaube, er braucht diese väterliche Zuwendung, die sie so gut beherrschen. Du hast kurz was gehört. Los. Ja, ich gehe ja schon. Wir gehen doch mal schnell zu Klein Sean. Wie geht es den wichtigsten Männern in meinem Leben? Dreh das Mobile ein bisschen. Das mag er. Dreh das Raketenmobile. Okay, machen wir. Hey, wie geht's meinem Kleinen? Besser, oder? Nach dem Frühstück könnten wir ein bisschen in den Park gehen. Das Wetter müsste so bleiben. Und dann? Was sollen wir dann tun? Sir, Ma'am, das sollten Sie sich mal ansehen. Cotsworth, was ist los? Genau, Cotsy, was ist los? Machen wir auf die Tür hier. Gefolgt von Blitzen, grellen Blitzen, Explosionsgeräusche. Wir warten auf Bestätigung. Was? Der Kontakt zu unserem Partnersender scheint abgebrochen zu sein. Es kommen bestätigte Berichte, ich wiederhole, bestätigte Berichte über Atomexplosionen in New York und Pennsylvania. Mein Gott. Atomexplosion? Wir müssen zum Vault. Sofort. Ich hab schon. Gehen wir. Und was ist mit Cotsy? Hallo? Cotsworth. Bis dann, Kumpel. Genau, Cotsy. Du hältst die Stellung. Registriert? Wir sind aber sowas von registriert. Wir sind Mister registriert. Man sagt doch im Atomkrieg, Frauen und Schnitter zuerst. Lass mich mal durch. Ich muss hier mal lang, weg da. Ja, wir begeben uns schon. Ich bin auf der Liste. Sie kommen nicht rein. Sie können mich nicht aufhalten. Weg da, weg. Wir müssen rein. Wir stehen auf der Liste. Kind, männlicher Erwachsener, weiblicher Erwachsener. Okay. Danke. Viel Glück, Ma'am. Genau, lass mich durch. Folgen Sie mir. Was wird aus all den Leuten? Folgen wir tun, was wir können. Ich lauf schon mal vor. Du folgst mir. Treten Sie bitte auf die Plattform. In die Mitte. Plattform, alles da in die Mitte. Ich stehe aber sowas von auf der Plattform. Fast geschafft. Es wird alles gut. Ich liebe euch. Was denn nun? Lass uns hier runter. Oh mein Gott! Festhalten! Geht das nicht schnell? Senkt doch die Plattform runter! Und da ist sie. Die totale nukleare Vernichtung. Wie wurde es auch schon gesagt, Krieg bleibt immer gleich. Geschafft. Wir haben es geschafft. Alles wird gut. Verlassen Sie bitte den Aufzug und gehen Sie ruhig über die Treppe nach oben. Keine Sorge. Wir bringen Sie alle in Ihrem neuen Zuhause unter. Bord 111. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Also gehen wir. Ja, die Treppe hinauf. Eine bessere Zukunft im Untergrund. Einfach hier entlang, bitte. Hier entlang. Hey. Hallo. Sobald der Vault versiegelt ist, lernen wir uns bestimmt besser kennen. Da bin ich mir sicher. Ich weiß nicht, ob wir uns kennenlernen wollen. Einfach hier entlang. Ja, einfach hier entlang. Wir kommen. Sie brauchen Ihre Anzüge, bevor es weitergehen kann. Willkommen. Nehmen Sie sich. Also werden wir jetzt auch zum Schlumpf, ja? Danke. Und was jetzt?
Folgen Sie dem Arzt hier entlang. Er zeigt Ihnen, wo es hingeht. Also, Sie drei, folgen Sie mir. Siehst du? Ja, dann geht er mal los, dann kann ich auch folgen. Hier wird es Ihnen gefallen. Eine unserer fortschrittlichsten Einrichtungen. Die anderen sind natürlich auch großartig. Sieht gemütlich aus. Es ist fort. Unser Zuhause. Sir? Alles, was wir hatten. Meine Eltern sind unten in DC. Oh Gott, Schatz. Was, wenn sie es nicht geschafft haben? Ich weiß, es ist eine schwere Zeit. Aber wollen wir hier sein? Ja gut, besser als draußen atomisiert zu werden. Das gehen wir bei der Einweisung durch. Zuerst noch ein paar medizinische Vorkehrungen. Medizinische Vorkehrungen, okay. Dass er nicht nur bequem ist, sondern auch gut aussieht. Was sind denn das für eine Gaming-Sessel? Sie haben eine wundervolle Familie. Hoffentlich fühlen Sie sich alles fit? Entschuldigung. Das war knapp, was? Und ich war damals dagegen, dass in der Gegend ein Vault gebaut wird. Du warst dagegen? Dann raus. Kannst sogar wieder aussteigen hier. Kannst da draußen die schöne nukleare Wolke einatmen. Treten Sie hinein und ziehen Sie den Anzug an. Da rein. Alles wird gut. Papa ist doch da. In das Ding, ja. Entschuldigung. Betreten Sie den Raum, wenn Sie soweit sind. Ja, ja, ich bin gleich soweit. Wer ist mein kleiner Held? Ich gehe nicht weit weg. Ich bin gleich da drüben. Genau, wir sind gleich hier in dieser Dekontaminierungskapsel anscheinend. Es folgt eine Entseuchung und Dekomprimierung, bevor es tiefer in den Vault geht. Entspannen Sie sich. Zeit für ein ganz neues Leben. Ach, draußen ist ein Atomkrieg. Natürlich bin ich entspannt. Bin die Entspannung in Person. Normal. Vorgang abgeschlossen. In 5, 4, 3. Das ist aber eine komische Dekontamination. Kommt der an der Kryokapsel gleich? Also sind wir gerade tiefgefroren worden, oder? Ja, könnte man meinen. Draußen ist noch... Na, die Scheibe ist ein wenig gefroren. Und wer sind die? Nimmst die Knarre runter, ich sag's auch nur einmal. Alter, du bist so tot. Sean entführt. Nora erschossen. Zeit für den Schnitter wach zu werden und sich zu rächen. Aha, Kryoanlage, da wurde es gerade gesagt. Zeitreisen für Anfänger. Verlasse Vault 111. Kann man denn so einfach ein Vault verlassen? Oh Gott! Warum sollte Vault-Tec das tun? Ja, warum sollte Vault-Tec das tun? Kann doch nicht sein, dass nur noch ich übrig bin. Hallo?
Ist da wer? Die sind alle tot. Kritischer Fehler in Kryoanlage. Kritischer Fehler. Anscheinend haben nur wir überlebt. Wie es aussieht, sind alle anderen erfroren. Okay, wir nehmen aber erstmal ein bisschen Zeug mit. Ich weiß noch, dass man hier jede Menge Zeug mitnehmen muss. Am besten alles. Das ist aber so. In solchen Games, der Lootwahn fängt jetzt schon an. Überwachungsterminal. Kryoanlage. Offline. Vorzeitiger Abbruch führt zu Systemversagen. Okay. Lebenserhaltungssysteme. Auch offline. Und Steuerung deaktiviert. Kapsel-Insassen-Status. Erstorben. Ersticken aufgrund Versagens der Lebenserhaltungssysteme. Das heißt, es müsste ja theoretisch bei allen stehen. Ja. Versagen der lebenserhaltenden Maßnahmen. Lebenserhaltungssysteme haben versagt. Nur bei uns nicht, komischerweise. Warum auch immer. Das so ist. Können wir hier noch rein? Wir können hier anscheinend überall irgendwie hin. Ah, Zeug. Oh, her damit. Wofür wir es brauchen, werden wir sehen. Wir haben es erstmal. Unzugänglich. Fehlfunktion der Notfallüberbrückung der Ausgangstür. Wir müssen auf jeden Fall dahin. Oh, was sind das für eine Viecher? Schlagstock. Okay, Schlagstock ausgerüstet. Wir haben unsere erste Waffe. Kann man bestimmt sehr gut gebrauchen. Wir nehmen einfach erstmal alles mit, was wir finden können. Bevor wir den Wort verlassen. Nur oh, Zeug. Jede Menge Zeug. Sicherheitsterminal. Oh, ein Stimpack. Stimpack müsste Heilung gewesen sein. Wir könnten es benutzen, um was damit zu tun. Sicherheitsanweisungen. Ist dafür ausgelegt, die Langzeitwirkung des Scheintods bei unwissenden menschlichen Testsubjekten zu ermitteln. Das war ein Experiment. Es war also ein Experiment. Aufnahme von Bewohnern. Ihr kennt es aber mir, ich lese diese Texte nicht unbedingt komplett vor. Wer es lesen möchte, komplett einfach kurz Video pausieren. Kennt ihr ja bei mir nicht anders. Es sei denn, es wird von euch gewünscht, dass ich die kompletten Texte lese. Dann kann ich das natürlich auch machen. Entwarnung und Evakuierung. Mitarbeiterpflichten hatten wir noch nicht. Was gibt's hier noch? Instandhaltung, Wissenschaftsteam. Sicherheitspersonal könnte interessant sein. Eher nicht so, da geht es nur darum, wie hier die Routen und so weiter vom Sicherheitspersonal geplant werden. Entwarnungsnachricht. Okay, die Oberfläche wird überwacht von Vortec. Ausschließlich Nachrichten der Regierung und des Militärs. Sonst ist hier nicht so viel Sicherheitsaufzeichnung. Ich wollte gerade sagen, hier ist nicht so viel Interessantes drin, aber vielleicht doch. Letzter Eintrag. Okay, es gibt kein Entwarnungssignal von Vortec. Kaum noch was zu essen da. Stanley fast umgebracht, weil er einen Salzcracker auf dem Boden hat fallen lassen. Wir verlassen jetzt den Vault auf die eine oder andere Weise.
Also einige waren wohl hier und haben den Vault verlassen oder versucht ihn zu verlassen. Offenbar. Das gleiche müssen wir ja auch probieren. Wir müssen versuchen, den Vault zu verlassen. Sind irgendwo Zeug? Nee, war? Sieht nicht so aus. Oh. Da ist so ein Viech. Greift es uns an? Es hätte uns wahrscheinlich angegriffen. Kakerlaken? Was zum Teufel? Ja, richtig. Riesenkakerlaken. Aber nur eine Handvoll. Die kriegen wir doch bestimmt mit so einem Schlagstoff weggeknüppelt. Oh, wollen wir mal einen Halm reindröhnen hier. Stört ja keinen. Wir sind ja alleine hier. Na komm, Toaster nehmen wir auch noch mit. Kochplatte. Becken. Können wir das aktivieren? Benutzen? Irgendwie? Wir könnten es trinken. Aber wofür? Noch ein Terminal. Freizeitterminal. Band abspielen. Was für ein Band? Ladeholoband. Von 2075. Start Game. How high can you get? What the hell, Mann, das ist Donkey Kong. Die Frage ist, ob man das schafft. Wir werden es mal kurz nicht schaffen, natürlich. Okay, quit game, yes. Ganz nett, können wir das Ding eigentlich mitnehmen? Holoband auswerfen. Ja, können wir. Cool. Haben wir mal mitgenommen. Kann man ja mal gebrauchen. Ja, war nur eine Schiebetür. Ich dachte eben schon, da wäre was gewesen. Was ist hier noch irgendwo was? So, auf den ersten Blick eher nein. Wir sind tatsächlich alleine. Ohne Loot in diesem Raum. Das Ding aber leergedings, ne? Ja, aber. Frische Kakerlake. Ist gesund. Schmeckt bestimmt hervorragend. Die Delikatesse der Zukunft. Ach, halt die Luft an. Hab ich ihn? Ich hab ihn. LT, um zu blocken. Achso, okay. Wir können auch blocken, aber... Ach, blocken. Wozu denn? Aufs Maul und fertig. Ja, Skelett, du hast es hinter dir. Was ist dir passiert? Wo sind alle? Tot oder draußen? Und da tot. Ah, ich gehe da besser nicht hin. Das ist es nicht wert. Ich denke mal, dieses Elektrobrutzelzeug wäre schon ziemlich heavy. Ups. Ja, jetzt haben wir einen. Du auch noch gleich. Ah, was für Spachtel mit. Jam, jam. Okay, das heilt uns. Sehr schön. Bisschen was schlürfen für die Heilung. Oh, Stimpaks, 3 Stück. Sauber. Oh, Kanone. Ja. Kanonen sind gut. Die sind immer gut. Munition haben wir auch halbwegs ordentlich bekommen. Für am Anfang nicht schlecht. Aber ist ja noch mehr. Da ist nix. Schade. So, wir haben eine Kanone. Koffer für Kryolator. Entsperren. Meister. Dich hole ich mir später. Oh ja, dich holen wir uns. Hoffe ich. Wem was ich vergessen? So.
Aufseherterminal. Evakuierungstunnel öffnen, oder? Wird geöffnet. Okay, da können wir durch. Nicht ohne Knarre am Start. Oh, warte mal, die Haarklammer will ich haben. Alles klar, Red-System. Ist alles noch so, wie ich es in Erinnerung habe. Wenn man das Red-System hat, warum sollte man es dann nicht auch verwenden? Aber die kriegen hier alle so... Na! Hey! Ist da was? Wir schlagen euch einfach. Einfach, was geht. Und weil ich mich noch ans Gamepad gewöhnen muss, ist mir noch ein bisschen zu empfindlich eingestellt, aber was soll's. Okay, okay. Wir sollen immer noch den Wort verlassen. Aber wo? Okay, da ist... Ey! Kackviech! Ich habe ich gar nicht gesehen, Mann. Hier liegen lauter Tote rum. Das scheint die Wall-Tür zu sein, beziehungsweise der Ein- und Ausgang zu sein. Dammit, Mann! Blödes Viech. So. Das ist der Ein- bzw. Ausgang, aber wie wir den öffnen und wie es draußen aussieht, das sehen wir beim nächsten Mal. Bis denn dann und ciao!